Hände hoch, sonst knallt's, Razzia! Hände hoch, sonst knallt. Moin und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video. Heute fahren wir mal mit einem Auto, was nach dem Video released wird, und zwar einem schönen Unmarked Crafter von VW, von DFL mit meinem Partner. Wir sind heute. Wie soll man es nennen? Ich würde es jetzt mal Gang Unit oder so nennen. Wir nehmen auf jeden Fall heute mal ein paar Gangs Hops. Schauen, ob wir einen Nerflabor auch hochnehmen. Mal schauen, was kommt. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Einsatz Shots feiert. Auf dem Officer. Da fahren wir auf jeden Fall an, weil da werden alle Einheiten gebraucht. Wenn es euch gefällt, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Klickt das Video an, Freunden. Hashtag Roto 150. Und ja, perfekt. Nehmen Sie Hände hoch, sofort. Hände hoch, sofort. Hände hoch. Pack dein Hände hoch. Pack dein Hände hoch. Ja, nee, Alter, sobald hier auf mich geschossen wird. Nee. Oh, fast tot. Ja, Kollegen. Ich hab übrigens heute mal ein bisschen mehr von DFL drin. Der ist auch von DFL. Ah, jetzt ist er auch noch bewaffnet. Ah, der ist down. Junge, ich dachte, er wäre down. Ja, jetzt ist er down. Eine Ambulanz, bitte schnell. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Hat ein Bein. Oh, er hat eine Sturmschrotze. Ja, können wir mal ausprobieren, dann Spaß. Ich hätte es jetzt am liebsten ausprobiert an den Kollegen, aber ich darf ja leider nicht. Da kommt schon der Medic-Wagen. Da ist nichts Schlimmes drin. Lass ich trotzdem abschleppen. So. Bitte einmal healen. Dankeschön. Jetzt sind nämlich warum auch immer auf wunderlicher Weise meine ganzen Wunden weg. Außer meine Narben. Die bleiben natürlich. Perfekt. Wollt ihr euch nicht beide mal um einen kümmern, damit es schneller geht? Wie viele sind denn hier down? Hol ich gleich nochmal eine Ambulanz, Leonard. Ich fahr mal den T6 da vorne zur Seite ein bisschen. Aus dem Weg, Digga. Oh. Erst mal hallo. Oh Gott, dann spiel ich hier mit die Straße ab. So. Ich fahre mir die ganzen Autos so zur Seite, damit es auch passt. Ah, da lebt er wieder. Oh, nimm's Hände hoch. Und auf den Boden, sonst knallt's. Das machen die Kollegen wohl, wie scheint. Ist der Kollege da gerade umgefallen? So, auf dem Boden. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dass mein Partner und ich mal wieder abfahren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Einsatz. So, da haben wir schon den Einsatz. Und zwar wird hier geschossen. Gott, das ist so laut. Ich muss meine Kopfhörer kurz leise stellen, wartet, so. Hab ich gemacht. Ist immer noch laut. Also, dann schießen wir hier wohl mal. Die Kollegen wollten die nämlich eigentlich stürmen und jetzt brauchen sie noch mehr Backup. Ich dachte, hinter mir wäre jemand. Nein, Kollege, nein, nicht. Nein, er darf nicht sterben. Nein, er ist jetzt ernsthaft daran gestorben. Er hat ihn getötet von euch, warst du das? Nein. Schnell Ambulanz und noch eine Ambulanz. Hier.
Ich versuche ihn zu wiederzubeleben. Oh mein Gott, der arme Kollege. Was war das? Wow. Dann muss ich mir einen neuen Partner holen. Von der Wache, das ist ja anstrengend. Schriftkram. Das ist jetzt doof. Werde ich mal die Fahrzeuge hier abschleppen lassen. 1 Tow Truck. Noch ein Tow Truck. Noch ein Tow Truck. So, und dann passt das hoffentlich auch. Aus dem Weg. Achso, wollen die Medics mir jetzt helfen? Zufälligerweise. Sehr nett, Dankeschön. Ich fahr dann mal zur Wache und mir. Ne Was ist los? Achso. So, ich fahr zur Wache und hol mir einen neuen Auftrag. Und einen neuen Kollegen vor allem. Bis gleich. Aus dem Weg. So, also. Wir haben schon den nächsten Auftrag. Ja, Kollege. Wir haben den nächsten Auftrag auf jeden Fall. Soll hier wohl ein Meth-Labor hochgenommen werden? Wie ich jetzt gehört habe. Das sind auch schon die anderen Kollegen. Dann spreche ich mal schnell mit dem. Vom FBI. Ja, guten Tag. Lassen Sie mich unterbrechen, blablabla. Ich weiß das ja alles schon. Wurde ja schon am Telefon gesagt. Ja, ich soll jetzt mit dem SWAT, also mit der CK-Person reden, wenn wir ready sind. Ja, wir sind nun ready. Wir können das Fahrzeug hochnehmen. Jeder auf sein Fahrzeug, los, 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 Kollege. Ich mache mal Blaulicht aus. Ich weiß ja nicht, ob die Kollegen sagen, wir fahren da mit Blaulicht hin oder ohne. Oh, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Perfekt. Jetzt fängt meine Katze an zu miauen. Perfekt. Rammt doch nicht die Kollegen. Was macht ihr? Oh, Profikollegen. Nehmen Sie alle die Hände hoch, das ist eine Razzia. Hände hoch, sonst knallt's. Hände hoch, sonst knallt's, Razzia. Hände hoch, sonst knallt's, Razzia. Und auf dem Boden. Ja, Drogen kochen ist nicht gut. Eigene Schuld. Ja, Kollegen, wir wissen, dass sie nicht abhauen können. Wir brauchen mal eine Air Support Unit. Dann hole ich mal einen Transporter für sie, der bringt sie in den Knast, höchstpersönlich. Gut, ist der Kollege, die sind gerade abgestürzt, wie scheint. Also hier rechts, wie scheint. Da rechts, genau, laufen sie. Statt dass der Kollege mal schießt, also. Ja, einmal anfahren, das reicht schon. Oh. Ja, ich komme gleich, Katzi. So, runter auf den Boden jetzt. Ich habe gesagt, ich komme gleich. Ich komme gleich, habe ich gesagt. So. Nur für sie auch nochmal einen Transporter. Dann werfen wir nochmal die letzten. Oh mein Gott, wie sieht mein Auto aus? Wo ist eigentlich mein Kollege? Ah, das sind die Feldjäger. Gut, wenn die Feldjäger kommen wollen, dann laufen die Personen hier vorne. Ja, tut so. Und auf den Boden, sonst knallt's. Ja, Feldjäger, schön, dass ihr euch zeigt, aber nicht helft. Danke dafür. Sitzt da überhaupt jemand drin? Nö. Perfekt. So, einen Transporter für den Herrn, bitte. Und dann scheint ihr.
Oh, sorry. Ich hab schon vergessen, dass sie da waren. Nach 2 Sekunden war einfach vergessen, dass da schon jemand war. Und hier laufen sie auch noch. Oh, hier kann ich aber helfen. Oh, hier. Herunter auf den Boden, sonst knallt's. Sorry, ich hab geschossen, weil er gehüpft ist, deswegen. Hab mich erschrocken. Machst du es, Kollege? Können abrücken da oben. So, dann kannst du reinkommen, Kollege. Ich glaube, wir müssen dann noch mal zu dem Person da hinten. Ich glaube, die werden nicht abgeholt irgendwie. Hier ein Autodiebstahl gleich in der Nähe. Ja, den holen wir uns noch mit. Also wenn er so in der Nähe ist, mal nicht schießen zu müssen, sondern einfach nur verfolgen. Oh, ich werde nicht die Micro-SMP. Hole meine Güte, warum klauen die meinen LKW? Nö, du räumst jetzt nicht meinen LKW. Mein LKW hätte ich schon fast gesagt. So. So, raus da! Ich bedrohe sie mit der Waffe! Sonst knallt's. Warum fallen die eigentlich immer alle hin? Und auf den Boden! Ja, das ist nicht so eine schlaue Idee gewesen, abzuhauen, ne? Aber ich werde sie mal durchsuchen. Gut, irgendwas Unschlimmes. Was machen Sie denn jetzt? Bleiben Sie im Auto sitzen. Hallo, ich möchte laufen, so, danke. Ich glaube, ich kann den nicht in unseren Bulli reinpacken. Gut. Denke, werden sie abgeholt? Ja, in LKW werden nicht. Mach doch deine Sirene aus. Danke. Sorry, dass ich ein bisschen mehr schrei. Ich habe mein Mikro wieder lauter gemacht. Ob man es hört, ich weiß es nicht. OBS spinnt momentan. Junge, was? 12 Molotow? Ja. Was stand da? Stopp mal, das muss durch so wie nochmal. Stand da Toilettenpapier? Ach, hier ist schon wieder irgendjemand im Auto. Ah, da hinten ist an. Nee, doch nicht, hä? Was ist los? Fahren Sie weiter. Irgendwie soll hier im LKW was drin sein oder so. Kann ich aber nichts machen, als den LKW abschleppen lassen. Und ich fahre dann weiter meinen Knall. Was machen Sie? Oh, ich habe nicht sein Motorrad geklaut. Wie war das? Haben Sie mich gerade beleidigt? Soll ich Sie mal überprüfen? Das haben Sie nicht getan. Sie haben meine Kappe runtergeschmissen. Gut. Und auf den Boden. Sind verhaftet. Und auf den Boden sofort, sonst knallt. Aua. Wenn der jetzt abhaut. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie jetzt. Ich kann hier bei komplett kaputt ballern, das ist mir so egal. So, jetzt runter auf den Boden. So, wir sind jetzt vorläufig festgenommen. Wie fahren die denn auf einmal alle? Ja, da hinten wird schon wieder rumgeschossen. Dass sie meine Kappe runtergeschmissen haben, das wird ihnen teuer zu stehen kommen, oder wie das heißt. Dafür gehen sie lange in den Knast. Ich kann schon wieder nicht mit ihnen interagieren. Ja, sie werden einfach schon mitgenommen. So, was geht hier ab? Mit wem ballert ihr euch? Ich sehe hier niemanden. Aber mit dem hier. Ich würde dir empfehlen, die Kollegin in Ruhe zu lassen. Oh. Ist auf dem Boden aufgeklatscht und gestorben. Was mit ihm hier vorne? Komm mit, Kollege.
Ein Auto-Querstellen geht aber auch nicht. Was macht denn der ADAC-Ler da? Weiß ich nicht. Was suchen wir denn jetzt? Wir suchen doch nichts mehr. Aus dem Weg. Aber warte schon mal, hä? Sie sind gemein, ne? Sonst niemand. Runter auf den Boden. Ich frage mich, ob ich ihn in die Hände schießen kann. Und sie das dann überleben. Kann ich sogar. Oh, jetzt müssen sie nochmal. Okay, perfekt. So. Wenn wir sie mal durchsuchen, wenn sie jetzt irgendwie Toilettenpapier oder so ich bei sich haben, dann weiß ich nicht. Molotow. Also wie in ihrem LKW. Molotow. Cocktails. Komm mit, Kollege. Danke. Komm rein. So. Gott, der Wagen zieht aber echt krass. So, ich würde sagen, dass das hier mit der Folge war. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Aktiviert die Glocke, schickt das Video an eure Freunde, schreibt einen Kommentar, würde mich echt glücklich machen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.